Heute ist ein guter Tag, denn heute ist die Emma dabei. Komm, musst dich gar nicht so schikanieren. Kannst ruhig mal in die Kamera schauen. Du passt auf, dass das hier alles glatt läuft, ne? Um was soll es denn heute gehen? Vielleicht kannst du es schon irgendwie so im Titel erahnen. Heute geht es wieder um eine Maschine. Ich will ja euch erst alle Maschinen zeigen, die ich hier drin stehen habe, also diese großen Maschinen, bevor ich damit Projekte mache, denn ich kann mir vorstellen, dass es dann schnell Fragen gibt, ey, was ist denn das für eine Maschine? Stell die mal vor. Deswegen denke ich, dass das die richtige Reihenfolge ist. Und außerdem muss ich selbst erstmal schauen, wie ich das Ding zum Laufen bekomme. Ganz, ganz wichtig, die Maschine, die ich euch heute zeigen werde, die braucht man in der Regel gar nicht. Aber manchmal und viel zu oft kommt es halt eben bei mir vor, dass ich auch bei solchen Maschinen nicht Nein sagen kann. Heute wird es um diese wunderschöne Maschine gehen. Das ist ein Kantenanleimer. Was der alles kann, seht ihr in dem heutigen Video. Ich würde sagen, wir ziehen ihn erstmal aus der Ecke da hinten raus. Ich habe hier diesen Anleimer tatsächlich erst einmal benutzt. Ich habe ihn jetzt so lange nicht benutzt, weil ich tatsächlich einfach keinen Anleimer hatte. Ich habe mir jetzt mal neuen bestellt. Bei dem ersten Testversuch habe ich mir ganze 5 Meter bestellt. Ich habe jetzt 200 Meter bestellt, denn da geht schon schnell viel drauf. Speziell, wenn man noch nicht so vertraut mit der Maschine ist. Die ist ja auch ein bisschen älter, da muss man sie auch erstmal so ein bisschen unter Kontrolle bekommen. Nur mal so eine kleine Preview. Wie gesagt, ich bin kein Schreiner, ich habe das nicht gelernt. Ich wollte euch eigentlich zuallererst eine andere Maschine zeigen. Hier diese Systembohrmaschine, aber ich hoffe, der Matthias hört das nicht. Von dem habe ich die nämlich gekauft. Beim allerersten Bohrvorgang habe ich erstmal die äußeren Bohrer geschrottet. Ich hatte den Anschlag nicht verschoben. Und die funktioniert auch pneumatisch. Deswegen gibt es heute den Anleimer. Und bald zeige ich euch hier diese wunderschöne Maschine. Ich habe ein echtes Problem. Ich habe ein ganz, ganz großes Maschinenproblem. Das Ding ist so riesig, das glaubt man nicht. Fuck, ist das Teil so groß. Sorry für den derben Cut im Video. Es ist hinten ein bisschen Arbeit wieder in der Werkstatt angekommen. Deswegen sind jetzt ein paar Tage vergangen, nur damit ihr wisst, warum jetzt alles ein bisschen anders aussieht. Jetzt geht's weiter. Als ich die Maschine damals abgeholt habe, habe ich extrem unterschätzt, wie groß und wie schwer das Teil doch ist. Das Coole an diesem Teil ist schon mal, dass hier ein mobiles Untergestell ist. Und schaut euch das mal an, das ist 12er Flachstahl, ich glaube 8 cm breit. Und das zeigt auch schon, dass das Ding ein paar Kilo wiegt. Extrem massiv. Nur damit ihr euch mal vorstellen könnt, wie groß dieses Teil ist. Die Maschine ist in etwa 2,30 Meter lang und an der tiefsten Stelle ist dieses Teil 1,10 Meter. Also schon ganz schön viel Platz, was diese Maschine hier braucht. Diese Maschine hier braucht einmal ein bisschen Strom, und zwar Starkstrom, aber damit noch nicht genug. Wir sehen hier so ein paar Teile, ein paar Druckluftschläuche. Wir müssen ja auch den Anleimer abschneiden. Das könnt ihr hier so ein bisschen besser erkennen. Und das Ganze hier funktioniert pneumatisch. Und deswegen brauchen wir an dieser Maschine auch noch Druckluft. Ach, das Gefäß ist undicht. Was das heißt? Hier zuerst mal so eine kleine Sicherheitsinformation. Hier steht über dem Hauptschalter, Hauptschalter circa 3 Minuten nach Ausschalten des Heizungsschalters auf 0 stellen. Super, super wichtig. Deswegen würde ich mich auch ein bisschen unwohl fühlen, diese Maschine hier zu benutzen mit jemandem, der nicht so oft in meiner Werkstatt ist. Denn wenn man fertig ist mit der Maschine, kann man denken, okay, aus, Klappe zu, Affe tot. Aber das Problem ist halt einfach, dass wir ein Gebläse haben und wir mit dem Gebläse halt eben den Schmelzleber warm machen. Ihr hört auch jetzt schon, das Gebläse läuft jetzt nach, deswegen darf man hier den Hauptschalter nicht einfach ausmachen. Ganz, ganz wichtig. Hier haben wir dann noch einmal die Vorschubwalzen. Da haben wir 2 Geschwindigkeiten. Hiermit können wir halt eben die Kanten vorne und hinten abschneiden. Das Ganze ist jetzt aktiviert. Hier hört auch schon direkt die Pneumatik, denn das Ganze öffnet halt eben, wenn wir das Ganze betätigen. Und hier hören wir zum einen das Gebläse von den Fräsern, aber zum anderen schalten wir damit auch die Fräse ein. Also damit machen wir auch wieder 2 Sachen an. Hier unten kann ich euch tatsächlich nicht so genau sagen, wofür das ist.
habe ich selbst noch nicht rausgefunden. Jetzt kommen wir zum Material, welches wir mit dieser Maschine hier verarbeiten. Ich habe hier mal so eine Rolle vor mir und vielleicht kann das jetzt dem einen oder anderen viel vorkommen. Das hier sind 50 Meter. Aber ihr seht ja auch hier den Teller, auf dem wir das Material auflegen können. Und der ist für viel, viel größere Rollen gedacht, gerade so beim Küchenbau. Gibt es hier oft diese ABS-Kanten. Ich bin da kein Pro. Ich verarbeite wahrscheinlich nur Birken-Multiplex, Echtholz-Anleimer. Deswegen kenne ich mich bei den anderen nicht so gut aus. Aber bei den anderen ABS-Kanten zum Beispiel, da gibt es viel, viel längere Pakete. Bis zum Beispiel 200 Meter oder 300. Also da sind die Rollen schon ganz schön groß. Das hier sind jetzt 50 Meter. Insgesamt habe ich mir 200 Meter bestellt. Ich denke, das wird für ein paar Projekte erstmal reichen. Das hier ist so aufgebaut wie eine Bügelkante. Das bedeutet, der Schmelzkleber ist hier schon aufgebracht. Bei anderen Arten von dieser Maschine hier gibt es auch das Klebematerial, dieses Granulat separat. Das ist dann so ein Heizgebläse, was das Ganze aufheizt. Und den Kleber fügt man halt eben separat in die Maschine rein. In dem Fall ist der Kleber hier hinten schon drauf. Das bedeutet, das Material wird warm gemacht. Also der Anleimer wird warm gemacht und der wird dann halt eben auf die Multiplexplatte in meinem Fall aufgedrückt. Ich brauche selbst noch so ein bisschen, um die Maschine kennenzulernen, damit ich weiß, wie man die richtig benutzt, welche Einstellungen vielleicht ein bisschen spezieller sind, an die man sich rantasten muss. Und deswegen denke ich, dass ich am Anfang hiervon ein bisschen was, ja, quasi in die Mülltonne rollen werde. Also, hier haben wir unseren Anleimer. Hier haben wir dann sowas wie eine Führung. Das haben wir einmal drin. Hier haben wir dann unser Heizgebläse. Ihr könnt euch vorstellen, hier kommt die heiße Luft raus. Das hier ist so ein bisschen das Schild, was das Ganze dann so über das Material verteilt. Ihr seht jetzt hier noch so ein bisschen alten Anleimer. Ich hatte jetzt in der Vergangenheit so ein paar Probleme, dass der Anleimer zu heiß wurde oder nicht heiß genug wurde. Da muss ich selbst noch so ein bisschen tricksen. Ihr könnt euch vorstellen, hier sind einige Sensoren. Hier ist ein Sensor zum Beispiel, hier ist noch einer. Hier ist dann noch einmal die Pneumatik, die dann später den Anleimer abschneidet. Das Material fährt hier an. Hier sind zwei Rollen. Und die fördern dann halt eben den Anleimer hier durch. Und hier wird er dann halt eben mit dieser Aluminiumrolle aufgedrückt. Vorher wird er natürlich heiß gemacht. Und das werden wir jetzt mal probieren, ob wir das beim ersten Versuch direkt vielleicht hinbekommen. Als nächstes stelle ich meine Materialhöhe ein. Ich benutze jetzt hier 15er Multiplex, das heißt, dass ich es auf 15 mm einstelle. Jetzt können wir das Gerät einschalten. Gebläse, Vorschub, die Cutter sind aktiviert, das Gebläse und jetzt noch die Fräser. Ein klitzekleiner Hinweis. Ihr fragt euch jetzt vielleicht, warum ist denn hier der Anleimer noch nicht bündig? Denn normalerweise macht das diese Maschine nämlich gleich im letzten Arbeitsschritt dann mit. Das hat einen ganz einfachen Grund. So sieht das Ganze aus, wenn ich jetzt bis dato bündig fräse. Sieht einfach daran, dass die Fräser nicht mehr gut sind. Die sind super, super stumpf. Deswegen sieht das hier auch echt sehr, sehr bescheiden aus. Das habe ich gewusst, deswegen habe ich mir einfach mal für dieses Video noch hier diesen Bündigschneider bestellt, damit ich auf jeden Fall mal die Kanten bündig schneiden kann und mal so ein bisschen noch mit der Maschine rumexperimentieren kann. Das Schöne bei dieser Maschine ist halt auch einfach, dass man diesen Fräser, wenn man das halt eben möchte, ausschalten kann. Dann ist die Kante schön und dann kann man sie halt eben hier mit bündig schneiden. Dieses Teil setzt man einfach hier hinten an. Dann kann man sein Material halt eben bündig abschneiden.
Das hier ist jetzt der Fräsmotor, also das hier ist ein kompletter Motor. Der ist dafür zuständig, um das Material auf der Unterseite bündig zu fräsen. Hier vorne sehen wir auch den Fräser und ich habe wahrscheinlich einfach die Maschine falsch betätigt. Und zwar kann man nämlich hier diese Fräsmotoren, so wie es auf dem Schalter halt eben aussieht, einmal im Gegenlauf fräsen lassen und halt eben einmal im Gleichlauf fräsen. Einmal fräsen wir das Material im Gleichlauf oder halt eben im Gegenlauf ab. Ich habe es im Gegenlauf fräsen lassen oder im Gleichlauf, ich weiß es gerade nicht. Auf jeden Fall ist der Fräser ja nur für eine Drehrichtung geeignet und wahrscheinlich lag es einfach an einem Bedienerfehler. Hier dieses Rad hier ist übrigens dafür zuständig, den Fräsmotor auf die Materialhöhe hochzuheben. Das kann man hier so vorstellen und genau, das Ganze dreht sich dann hier. Wenn halt eben jetzt von hier unten Material kommt, wird das Ganze nach oben gedrückt und hier der Fräsmotor wird dann halt auch eben nach oben hochgehoben. Ich merke auch gerade, dass ich hier diesen Schutz nicht demontieren hätte müssen, denn hier sehen wir auch einen Schmiernippel. Das bedeutet, das hier ist eigentlich dafür gemacht, auch mal ein bisschen öfters hochzuheben, damit man es dann mal schmieren kann. So, so sieht auch dieser Fräser aus. Den werde ich auch mal neu machen. Ihr habt ja gesehen, dass ich einfach dieses Brett hier genommen habe und habe das durch die Maschine laufen lassen und hatte dann halt eben die Kante auf dem Brett. Das ist aber nicht ganz richtig, beziehungsweise auch nicht so richtig schön. Denn die Kante wird einfach nicht so schön sein, denn wir haben einen sägerauen Schnitt an der Kante. Außerdem hat hier dieses Material ja eine gewisse Stärke. Das bedeutet, wenn man irgendwas baut, muss man das ja so ein bisschen einplanen. Das werden aber dann ganz, ganz komische Maße, weswegen mir der Schreiner, von dem ich diese Maschine hier auch habe, einen richtig guten Tipp gegeben hat. Er schneidet die Platten auf die normalen Maße zu. Das heißt, der Anleimer ist 0,5 in etwa stark. Dann fängt er nicht an, diese ganz, ganz schrägen Zahlen an der Tischkreissäge einzustellen und das Ganze zuzuschneiden. Er nimmt das Brett und fräst noch einmal wie mit einer Abrichte diese 0,5 mm oder je nachdem wie dick das Material halt eben ist, noch einmal an der Tischfräse runter. Das werde ich jetzt mal an der Abrichte machen. Bei den Projekten, die ich vorhabe, mit dieser Maschine hier umzusetzen, ist es aber nicht ganz so kritisch. Ich wollte euch nur mal die Information geben, wie das ein richtiger Schreiner macht. Also nicht ich, sondern der Schreiner, der mir das erklärt hat. Also, man kann es nicht so gut auf der Kamera festhalten, aber die Kante ist jetzt schön bündig, geschliffen. Wir haben hier auch keinen Versatz. Das Abrichten hat wirklich sehr, sehr gut funktioniert. Wir haben hier, wie gesagt, keine Spalte. Und von der Optik, weil man es nicht so gut mit der Kamera halt eben auffangen kann, es sieht halt an der Kante einfach genauso aus wie auf der Fläche an sich. Also wie als wenn das Furnier um die Ecke rumlaufen würde. Hier kann man es aber ein bisschen besser erkennen. Hier ist halt die normale Optik vom Multiplex, also die Kantenoptik. Und hier ist halt die Optik von dem Anleimer. Also im Vergleich sieht das hier, wie ich finde, schon schöner aus. Dieses Video soll natürlich keinen falschen Eindruck erzeugen. Wie gesagt, ich liebe solche alten Maschinen. Ich finde das einfach schön. Ich finde es schön, mit denen zu arbeiten. Und natürlich ist ein Projekt, das normale Multiplex-Kanten hat ohne Anleimer, nicht weniger schön als ein Projekt, was halt eben Anleimer hat. Schreib mir aber gerne mal in die Kommentare, ob dir diese Maschine hier auch gefällt, ob du die Mechanismen cool findest, ob du das auch halt einfach spannend findest, wie diese ganzen Sensoren halt eben das Ganze möglich machen, dass man einfach die Platte vorne reinlegt und halt einfach am Schluss eine fertige Platte hat mit einer fertigen Kante. Mich fasziniert sowas total und ich hoffe, ich konnte da so ein bisschen mal ein paar Eindrücke zeigen, wie das Ganze bei so einer alten Maschine zumindest mal vonstatten geht. Ich hoffe, dir hat das Video gefallen und in zukünftigen Projekten gehe ich schwer davon aus, dass die Maschine auch so den einen oder anderen Einsatz mal finden wird. Also, ich wünsche dir einen ganz tollen Tag und sage bis zum nächsten Video. Tschüss!